Moin Leute und herzlich willkommen zu Android. Ja, wir fangen das zweite Mal mit der Android-Entwicklung an, weil sich mittlerweile einiges getan hat, auch bei mir. Deswegen werde ich jetzt mit Linux arbeiten, aber unter Windows ist es ganz genauso möglich. Achtet einfach nur darauf, dass ihr JDK installiert habt. Das kriegt ihr von deren offizieller Seite. Einfach nach JDK googeln und schon seid ihr gut dabei. Für Windows einfach installieren, hier einfach runterladen und installieren. Windows ist da wirklich unzickig. Bei Linux ist das Ganze ein bisschen problematischer und deswegen zeige ich euch heute genauer, wie ihr das Ganze einrichtet. So, dazu einfach hier auf Runterladen klicken und ja, während ihr das runterladet, könnt ihr noch ein paar Sachen im Terminal eingeben, denn wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich ein zusätzliches Repo und das bekommen wir, indem wir sagen sudo add-apt und dann ein Repo anlegen oder einfügen bei euch. Das bedeutet, ihr könnt jetzt Fremdquellen dann beziehen. Das heißt, ihr ladet quasi nicht von der offiziellen Linux-Seite runter, sondern ihr ladet euch das Ganze von jemand anders runter. upd-team/java. So, von denen habe ich das Ganze, von denen habe ich Java Version 1.8 bezogen, weil leider für mich oder hier auf diesem Rechner kein Java 1.8 installiert war, sondern ein 7, aber das SDK von Android, also das Android Studio, das braucht Version 1.8 und das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Okay, wenn ihr das Ganze ausgeführt habt, ist natürlich bei mir schon gemacht, dann lasst ihr erstmal euren apt-get updaten und das tut ihr einfach, indem ihr sagt sudo apt-get update. apt-get-update und am Ende brauchen wir noch ein letztes und sagen hier sudo apt-get-install oracle Menschenskinder Java und hier kommt dann hinten dran die Version, nämlich 8-installer. So, den einfach installieren, danach habt ihr Version 1.8 von Java höchstwahrscheinlich zumindest, wenn nicht irgendwas furchtbar schief läuft oder ihr Nein klickt. Und das Ganze könnt ihr testen, indem ihr hier einfach Java C-Version eingebt. Und wenn hier nicht 1.8 steht, dann habt ihr ein Problem. Dann solltet ihr nochmal irgendwie gucken, ob ihr da noch irgendwas machen könnt. Hier hinten dran diese 0.77, das ist bloß die aktuelle Version. Es kann auch 1.9 oder sowas hier stehen. Also wenn irgendwas höher als 1.8 dasteht, ist alles in Ordnung. Okay, das war Schritt 1. Jetzt haben wir sozusagen Java installiert. Jetzt können wir anfangen. Allerdings, wenn ihr 64-Bit in eurem Linux habt, dann braucht ihr noch ein bisschen mehr. Dann braucht ihr nämlich noch, und das Ganze kopiere ich jetzt einfach mal. Ich werde das Ganze auch dann hoffentlich in die Kommentare packen, wenn ich dran denke. Das hier, lasst ihr einfach laufen. Das installiert euch ein paar zusätzliche Bibliotheken, die natürlich bei mir schon da sind. Und deswegen brauche ich das nicht machen. Und ja, wenn ihr das jetzt alles gemacht habt und dann auch noch das Ding hier runtergeladen habt, dann könnt ihr in euren Downloads-Ordner gehen und dort findet ihr das hier, die Android Studio IDE und dann irgendeine Versionsnummer hinten dran für Linux. Hier einfach Rechtsklick und hier Entpacken drücken, dann bekommt ihr einen neuen Ordner, Achtung, der heißt anders mal ausnahmsweise, nicht Android Studio IDE blablabla, sondern einfach nur Android Studio. Und den könnt ihr euch hinkopieren, wo ihr wollt natürlich. Das ist quasi das ganze Android Studio. Und wenn ihr jetzt hier in den Ordner Bin reingeht und hier Rechtsklick im Terminal öffnen und dann führen wir dieses studio.sh einfach aus, indem wir schreiben ./studio.sh. So, und schon läuft das Ganze. Wir müssen jetzt eigentlich nicht mehr viel tun. Jetzt müssen wir nur noch Android Studio einrichten. Jetzt dürfen auch die Windows-Leute wieder zugucken. Jetzt haben wir hier nämlich den Android Setup Wizard offen. Und ja, mit dem können wir uns quasi einrichten, was wir gerne hätten. Okay, wir wollen natürlich alles customizen, nicht einfach den Standard benutzen. Und wir benutzen hier erstmal IntelliJ. Und ganz wichtig ist das hier. Ihr braucht dieses Android Virtual Device. Sonst könnt ihr eure Apps nicht wirklich testen. Das hier ist eigentlich auch nicht schlecht oder nicht schädlich vor allem. Okay, klicken wir auf Next und wieder auf Next und dann auf Finish. So, und jetzt wird das Ganze runtergeladen und ja, ihr dürft dann so lange mal warten. Ich pausiere euch einfach. Ach so, da fällt mir gerade noch ein für die Leute, die mit Fedora unterwegs sind. Die brauchen natürlich auch diese ganzen Bibliotheken. Die kriegen einen anderen Code und zwar kopiere ich den auch einfach rein dann später. Das ist der hier, sudo yum install bla bla bla. Okay, das ist auch schon alles, was die Leute anders machen müssen. Alles andere sollte genauso funktionieren. Logischerweise dann mit deren Befehlen. Ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich besser als ich mittlerweile. Gut, und jetzt warten wir einfach wieder, bis das fertig ist hier. Okay, im nächsten Schritt seht ihr das hier. Da klickt ihr einfach auf Finish und schon seid ihr soweit, dass ihr das Ganze benutzen könnt. Jetzt könnt ihr hier ein neues Android Studio Projekt anlegen oder natürlich ein anderes öffnen, wie ihr wollt.
Aber am besten einfach ein neues anlegen und jetzt dürft ihr das Ganze hier benennen. Zum Beispiel meine erste App. Sowas in der Art. Okay, und Company Domain könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Morpheus.example.com. Noch habe ich keine eigene Website, wird vielleicht irgendwann mal kommen, wenn ihr mich weiter so fleißig unterstützt. Und deswegen lassen wir das erstmal hier auf Morpheus.example.com. Klicken hier auf Next und jetzt könnt ihr hier auswählen, was ihr gerne benutzen wollt. Also hier Telefon oder Tablet. Ihr könnt für Wear was programmieren, für TV, also Android TV. Das ist nicht für alle TVs möglich. Android Auto, das ist neu dazugekommen übrigens vor kurzem. Und Android Glasses. Ja, wir nehmen hier einfach ganz klassisch das hier. Ihr könnt hier auch die Version auswählen. 6.0 ist die neueste. Allerdings haben wir dann das Problem, dass nur 1,3% der ganzen Geräte diese App unterstützen würden, das heißt, ihr hättet quasi niemanden, der das Ganze benutzen kann. Deswegen mit 4.0.3 geht natürlich auch, wenn ihr ein 6.0 Device habt. Älter ist nicht möglich, jünger ist immer möglich. Deswegen 97,3% der Devices haben 4.0 oder höher. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, deswegen nehmen wir 4.0.3 hier und jetzt klicken wir einfach mal auf Next. So, und jetzt könnt ihr hier auswählen, was ihr gerne hättet. Aber am besten nehmen wir einfach mal eine Empty Activity und klicken hier auf Next. Super. Okay, die Activity sollte auch noch irgendeinen Namen bekommen. Das bedeutet, wie nennen wir unseren aktuellen Bildschirm? Und sagen wir einfach mal, ja, sagen wir Main Activity dazu, ist in Ordnung, können wir so lassen. Okay, klicken hier auf Finish und schon wird alles eingerichtet für euch. Ihr müsst dann nicht mehr wirklich was tun. Alles wird gemacht für euch und ich pausiere euch, während das Ganze hier mal passiert. So, und öffnen tut sich das hier. Hier sehen wir schon mal, das ist der Java-Code hier in dieser MainActivity.java. Das heißt, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr Java könnt. Wenn ihr es nicht könnt, würde ich euch gerade mal ganz frech meine eigene Reihe dazu empfehlen. Da lernt ihr so ziemlich alles, was man über Java wissen sollte. Und hier drüben seht ihr das Design. Das ist über die XML-Datei geregelt. Die kann man natürlich bearbeiten als Text. Aber es ist, glaube ich, einfacher, wenn man einfach hier seine Sachen reinzieht und hier drüben ein paar Eigenschaften bearbeiten kann. Okay, jetzt werde ich das Ganze hier einfach mal noch ein Stückchen nach drüben ziehen, denn ihr habt, glaube ich, nicht ganz das ganze Bild, was wir haben sollten. Und ja, das ist auch schon alles. Das ist quasi eure erste App, die Android Studio für euch kreiert. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch testen. Dazu brauchen wir ein entweder ein echtes Gerät, das geht natürlich immer, oder ihr testet das Ganze auf einem sogenannten Emulator. Und der Emulator, den kriegt ihr wie folgt. Ihr geht hier oben, Sekunde, ich ziehe euch gerade mal ein bisschen das Fenster zurecht. So, jetzt habt ihr die volle Pracht von diesem Fenster. Hier oben findet ihr so eine wunderbare kleine Zeile, in der ihr alles auswählen könnt, was ihr so dringend braucht. Und hier findet ihr den AVD oder AVD Manager. Das ist der Android Virtual Device Manager. Mit dem könnt ihr sozusagen eure eigenen Emulatoren erstellen, wie ihr es gerade braucht. Zum Testen, ob es auch wirklich funktioniert. Das heißt, ihr könnt hier ein Tablet erstellen, ihr könnt hier ein ganzes Handy oder Smartphone erstellen, ihr könnt eine Watch erstellen, einen Fernseher erstellen oder sogar ein Auto erstellen, also quasi ein virtuelles Auto und dann darauf eure Apps testen. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Realumgebung, aber es kommt sehr, sehr nahe dran und ihr könnt das meiste wirklich hier probieren. So Sachen wie GPS oder sowas muss man emulieren, aber dazu habe ich schon Videos gemacht, dazu aber später mehr. Okay, ja, wir gehen jetzt hier auf Create Virtual Device. Und jetzt wollen wir, ihr könnt es wieder nicht sehen, weil das immer nebendran aufgemacht wird, warum auch immer. Okay, wir gehen jetzt hier auf Create Virtual Device, dann öffnet sich dieses Fenster hier und ihr könnt hier auswählen, ob ihr gerne einen TV erstellen wollt, der Full HD Auflösung hat oder wie auch immer. Size könnt ihr sogar einstellen, 55 Zoll, wow, so einen großen Fernseher hätte ich auch gerne. Okay, ihr könnt natürlich auch eine Uhr erstellen, die nur 1,65 Zoll hat oder einfach ganz stinknormalen Telefon. Hier könnt ihr auch auswählen, wie die ganzen Dinge aufgebaut sind. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Standard, das ist das Nexus 5X oder wie auch immer das Ding heißt. Gehen hier auf Next und jetzt können wir hier einfach schon mal runter oder gucken, was wir hier alles haben. Was ihr hier seht, ist, welche Firmware ihr gerne auf eurem virtuellen Nexus habt. Das wäre dann entweder hier Marshmallow, Lollipop oder andere Versionen davon. Ihr könnt hier relativ früh zurückgehen, also API Level 10 ist wirklich sehr, sehr früh. Das wäre dann Android 2.3. Aber ab Jelly Bean ist eigentlich wurscht. Wir nehmen jetzt hier einfach mal, wir nehmen nicht Marshmallow, das ist
Oder doch, wir nehmen einfach Marshmallow. Das ist das ganz Neue, das ist Version 6.0, steht hier. Ihr könnt ja auch Other Images wählen, ganz, ganz komische, auch sehr, sehr alte. Version 1.1 könnt ihr natürlich auch benutzen, aber ich würde euch einfach mal empfehlen, wir nehmen das Neueste. Und ja, hier gehen wir auf, hier kriegen wir dann automatisch so ein SDK Quick Fix Installation. Wir müssen hier natürlich annehmen, auf Next drücken und schon müssen wir wieder warten, bis irgendwas gedownloadet ist. Achtung, keine Sorge, das müsst ihr nicht jedes Mal machen, das müsst ihr einfach nur ein einziges Mal machen, dann ist das Device da und dann könnt ihr es wieder öffnen. So, während das jetzt downloadet hier, möchte ich euch kurz erzählen, warum ich diese Serie wieder von vorne anfange. Es geht nämlich darum, dass viele gefragt haben, ob ich nicht nochmal von vorne anfangen könnte, weil sich jetzt mit Android Studio 2.0 einiges getan hat, mit der Installation hat sich einiges verändert und über Linux habe ich noch gar kein Video gemacht, wie man es da installiert. Und ja, wenn ihr irgendwie Interesse habt an Android, dann schaut euch die Playlist dazu an, in der auch dieses Video drin ist, denn da gibt es einen Haufen andere Sachen, die sich nicht geändert haben und die ich auch eigentlich nicht nochmal zeigen muss. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie man das Ganze hier installiert, aufsetzt und so weiter. Da hatten viele Probleme und ansonsten, der Rest hat sich eigentlich nicht geändert und ihr könnt da gerne mal rumprobieren. Und ja, jetzt sind wir fertig. Auf Finish klicken und schon sind wir durch. Okay, klicken wir also hier unten auf Next. Ihr seht es wahrscheinlich auch wieder nicht ganz. So, jetzt auf Next hier unten. Und deswegen wählen wir hier aus, dass wir gerne auf unserem Android-Smartphone, das wir gerade erstellt haben, Marshmallow drauf haben wollen. Wenn ihr eine andere Version haben wollt, müsst ihr die natürlich auch noch runterladen, aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, so, hier können wir jetzt auswählen, was wir für einen AVD-Namen hätten, ganz gerne. Also wie wir das Ganze nennen wollen. Nennen wir es einfach mal Nexus 5X API 23. Ist schon in Ordnung. Jetzt können wir hier die Auflösung ändern, wir können die Pixel ändern, wir können die Größe ändern, wir können hier nochmal die API ändern und wir können ändern, ob wir es gerne im Querformat hätten, die App oder generell das Device, oder ob wir es im Hochformat gerne hätten. Und ja, hier brauchen wir eigentlich auch nichts einstellen, wir können hier einfach auf Finish klicken und schon sind wir fertig. So, und das war der einzige Schritt, den ihr nicht nochmal machen müsst. Jetzt müsst ihr ihn immer wieder machen und zwar hier einfach auf, also wir sind immer noch im Android Virtual Device Manager. Hier wählt ihr euer API oder euer virtuelles Device aus, das ihr gerne starten wollt und klickt hier einfach auf Play. Das öffnet euer Virtual Device und ja, wir haben es gerade gesehen, da war es ganz kurz. Jetzt hat es sich auf einen anderen Bildschirm verschoben, warum auch immer, frech. So, hier ist es und hier an der Seite sind die Hardware-Tasten, die ihr zur Verfügung habt und hier ist euer Bildschirm. Das heißt, ihr habt jetzt quasi ein virtuelles Android, auf dem ihr eure Apps immer testen könnt. Und das muss ich natürlich auch erstmal hochfahren, deswegen dauert das immer so ein bisschen. Hier habt ihr auch die Sachen mit, oh, das ist cool. Hier habt ihr Sachen wie An- und Ausschalten und Ton an und aus. Hier könnt ihr das Telefon drehen und so weiter und so fort. Und ja, hier habt ihr alles, was ihr so braucht. Hier könnt ihr durch die Apps durchscrollen. Das sind die Standard-Apps, die schon drauf sind, also noch keine von euch. Wenn ihr jetzt eure App ausführen wollt, geht ihr einfach her und sagt, okay, also Achtung, das Ding hier nicht mehr zumachen, das braucht einfach ewig, bis es sich wieder hochfährt, habt ihr ja gerade gemerkt. Deswegen lassen wir das einfach an und klicken hier, wenn wir unsere App ausführen wollen, einfach auf Play. So, und dann steht hier Initializing ADB und hier können wir dann sagen, welches Device wir gerne hätten. Wenn ihr tatsächlich ein Hardware-Gerät angeschlossen habt, zum Beispiel euer eigenes Handy oder Tablet, dann könnt ihr hier das auswählen und auf OK klicken. Ansonsten nehmt ihr einfach den Emulator. Hier könnt ihr auch nochmal einen neuen erstellen und dann auf OK klicken und wir haben ein Problem. Also eine Art, das zu beseitigen ist, hier unten steht schon, unser Emulator ist out of date, das heißt, er ist einfach zu alt. Das heißt, wir wollen diesen Emulator hier erstmal wieder beenden und dann hier auf Cancel drücken und unseren Emulator updaten, so wie es hier steht. Wir haben ihn zwar gerade erst erstellt, aber er muss trotzdem upgedatet werden. Ist halt so, kann man nichts machen. Okay, dazu gehen wir hier auf den AVD Manager. Quatsch, auf den wollte ich gar nicht, auf den SDK-Manager wollte ich. Den findet ihr direkt neben dem AVD-Manager, nämlich rechts davon. So, hier der SDK-Manager und jetzt können wir hier, wir haben hier ausgewählt, wir haben nur N-Preview installiert und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir wollten. Wir haben hier auch nur partially installed. Das ist nicht ganz so praktisch, wir sollten schon ein bisschen mehr haben. Und hier haben wir auch noch ein paar Updates, die wir ziehen können. Also gehen wir einfach mal wieder auf die SDK-Plattforms und wählen hier ab 4.03 macht es schon Sinn, die alle zu haben. So, na, wenn ich jetzt
klicken könnte, dann wäre es ganz geil. Und jetzt klicken wir hier einfach auf Apply. Und jetzt installiert er uns die ganzen Komponenten, die wir noch brauchen. Wenn ihr was Älteres haben wollt, Achtung, dann hier unten einfach noch wählen, für was ihr noch entwickeln wollt. Aber ich denke, ab 4.03, das sind 97% der Leute oder fast 98, glaube ich. Und das ist schon in Ordnung so. So, jetzt müsst ihr wieder warten, bis alles da ist. Ich pausiere euch mal wieder und ja. So, da sind wir wieder. Und alles ist fertig. Wir klicken hier auf Finish. Jetzt haben wir hier alles installiert, was wir so brauchen. Jetzt gehen wir hier noch auf die SDK-Tools und können uns hier noch auswählen, was wir gerne hätten. Hier finden wir dann auch noch den Android SDK Build Tools, die ein Update haben. Kann natürlich sein, dass es bei euch nicht der Fall ist. Und ja, die Dokumentation finde ich persönlich auch nicht so schlecht, die zu haben. Und dann gehen wir hier wieder auf Apply. Okay. Accept. Und na komm. Achso, wir müssen für beide Accept drücken. Also hier nochmal Accept und weiter. So, warten wieder, bis das Ganze fertig runtergeladen ist. Das sollte diesmal nicht so lange dauern. Okay, so. Jetzt klicken wir auf Finish und auf OK. So, was wir als nächstes machen, ist neu starten. Das habe ich hier schon gemacht. Einfach das Programm schließen und genauso aufmachen mit .studio.sh, wie wir es schon immer gemacht haben. Denn die ganzen Updates wollen noch installiert werden. Und dann habe ich nochmal nachgeforscht, warum dieser Fehler immer noch bestehen bleibt. Das liegt daran, dass unsere Activity oder unser generelles Projekt hier, unsere meine erste App, falsch aufgesetzt wurde von Android Studio. Das heißt, wenn ihr diesen Fehler bekommt, dann probiert ihr erstmal, ob eure Android-Version wirklich neuer ist. Also ich habe euch ja erzählt, ein Handy mit Version 6.0 installiert, kann alles abspielen, was 6.0 oder früher ist. Aber da wir das irgendwie hier eine Vorschauversion installiert hat bei uns oder aufgesetzt hat als Projekt, also eine sogenannte N-Version, können wir das nicht machen. Das wäre dann Version 6.1 oder sowas. Und ja, das ist leider der Fall gewesen. Deswegen hier einfach auf File, New und dann erstellt ihr euch einfach ein neues Projekt. Das habe ich schon mal gemacht hier. Und jetzt gehen wir hier auf Play. Es ist natürlich alles ganz genauso wie vorher auch gewesen. Also wir haben hier ein leeres Fenster, das uns meine echte erste ausgibt. Das ganze Projekt heißt einfach nur meine echte erste. Und jetzt wird das Ganze hochgeladen auf unser virtuelles Device. Das dauert alles ein bisschen länger, habe ich schon mal vorweggenommen, damit es nicht ganz so lange lädt. Und schon haben wir hier unsere echte erste App stehen. Das heißt, ihr müsst einfach nur nochmal ein Projekt erstellen, wenn dieser Fehler auftritt. Und ja, nicht verzweifeln, kann mal passieren. Armes Android Studio ist ja auch nur ein Mensch oder so ähnlich. So, jetzt noch ein paar abschließende Worte zu der ganzen Serie. Ich habe ja hier schon mal eine Serie zu Android gemacht und die ist auch soweit absolut noch intakt und vollkommen funktionsfähig, wird auch in Anführungsstrichen gewartet. Also wenn mir jemand einen Kommentar dort postet, dann antworte ich darauf auch, wie bei allen anderen Serien von mir. Da Android hier nur sehr, sehr knapp gewonnen hat in der letzten Abstimmung, hätte ich eine ganz kleine Bitte an euch und zwar: Alle Themen, die ihr nicht finden könnt innerhalb von der anderen Playlist oder von der Playlist, in der jetzt auch das Video drin ist, alle Themen, die ihr da nicht finden könnt oder die euch sonst noch interessieren oder nicht mehr ganz aktuell sind oder sowas, schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht oder einen Kommentar oder sonst kontaktiert mich irgendwie. Und ja, dann mache ich genau dazu ein Video. Ansonsten wird es weitergehen mit libgdx und der Spieleentwicklung in Java. Ich hoffe, das passt für euch. Ansonsten schreibt mir irgendwie einen Kommentar, dass ich behindert bin und bitte hier weitermachen soll. Aber dann schreibt auch dazu, was ich hier weitermachen soll, denn ich weiß nicht mehr so allzu viele Themen hier in Android. Okay, dann war es das für heute wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt das ganze Ding vernünftig installieren können. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.